So, hallo ihr Lieben. Heute haben wir mal das gute Laune-Thema Beziehungserkenntnisse oder Fragen, die dich nicht weiterbringen. Jetzt mein Buch kommt bald raus. Es gibt nur 2 Lesungen im Mai und dann erstmal gar nicht mehr. Vielleicht im Herbst wieder, weiß ich nicht. Vielleicht auch gar nicht. Wer weiß, was da wieder mit Carina ist und alles. Also holt euch Tickets, sind begrenzt. Freue mich sehr, mit euch den Buchrelease zu starten. Wird sau cool in Jena und in Berlin Mitte. Und ansonsten kommen nächsten Monat wieder, was haben wir, ich glaube, jetzt ist wieder dran, Selbstliebe-Challenge, der All-Time-Klassiker, immer wieder gern gebucht. Und die Manifestation-Challenge, auch hat sie inzwischen auch zu so einem Klassiker entwickelt. Alles auf, alles, was ich jetzt sage, findest du auf Liebeship. Aber die Tickets-Links werde ich ja nochmal extra einstellen. Gibt es aber auch auf Liebeship, da leicht zu finden. Also, wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht auch über ein Formular auf Liebeship. Eine Nachricht von Kastrovkov und er schreibt: Hallo Christian, ich habe da eine sehr ungewöhnliche Frage. Ich kann schon gleich sagen, glaub mir, diese Frage ist alles aber nicht ungewöhnlich. Tatsächlich ist das so ein bisschen einer der, aber es ist wahrscheinlich in den meisten Berufen, aber einer der Fallstricke meines Berufes, dass die Fragen immer die gleichen sind. Vielleicht verlinke ich nochmal das Video, das ewige Fragen zu toxischen Beziehungen oder sowas, weil es sind immer die gleichen Fragen. Also Toxik ist immer 0-1, immer das Gleiche. Echte Beziehungen, die sind sehr vielschichtig. Hallo Christian, ich habe da eine sehr ungewöhnliche Frage. Ich war etwa 3 Jahre in einer sehr toxischen Beziehung, 1,5 Jahre davon im zum Teil wöchentlichen On-Off. Ja, was heißt On-Off? Nicht kompatibel. Erst vor gut 2 Wochen waren wir noch zusammen und nach 6 Tagen Off-Beziehung war sie schon in einer neuen Beziehung. Ja, darf sie aber, ne? Off ist off, ne? Warmer Wechsel, sie kannte ihn gerade mal 2 Wochen davor und nicht mal persönlich. Geht dich eigentlich, also ich will dich da jetzt nicht triggern oder so, aber im Prinzip geht sich nichts an, ne? Also darfst du ihn natürlich, ne? Ich verarbeite das bisher ganz gut, reflektiere auch viel mit deinem Angeboten oder Videos. Ich bin soweit stabil und denke kaum noch an das, was war. Aber darum, warum schreibst du mir dann? Scheinbar beschäftigt es ja doch noch ziemlich, aber ist ja auch in Ordnung. Weil es schon in den 1,5 Jahren stetig weniger an Gefühlen wurde. Ich weiß, dass ich an etwas festgehalten habe, was niemals funktioniert hätte. Ich verarbeite halt auch mit der Erklärungssuche und das Ganze zusammen hat mir tatsächlich geholfen. Danke dir erstmal dafür. Eine Frage bekomme ich aber nicht aufgelöst. Ich habe zu diesem speziellen Thema auch nicht wirklich etwas gefunden. Wirklich nicht? Eventuell wäre das auch ein Thema für dich in einem Vlog. Ich weiß 100% aus der Vergangenheit, dass sie klar toxisch ist und ziemlich sicher histrionische Züge hat. Leute, ihr seid keine Psychologen, keine Ärzte, psychosomatischen oder sonst was. Glaubt mir, ihr könnt das nicht diagnostizieren. Ne. Und selbst wenn, was bringt euch das? Dann müsst ihr euch gleich selber einen Zettel auf die Stirn kleben und euch fragen, was habt ihr für ein Label, dass sich jemand datet, der Persönlichkeitsstörung hat oder Züge von Persönlichkeitsstörung. Natürlich haben das viele Menschen, natürlich ist es bekannt, dass ja einer der, wie soll ich mal sagen, definierende Punkte von Persönlichkeitsstörung, dass die Probleme machen eine Beziehung. Ja, aber was bringt euch das? Es gibt nur eine Frage, die, warum mache ich das mit? Das ist die einzige Frage. Sie verhält sich sehr auffällig und fast alle Punkte ICD-10 passen. Ich bin kein Psychologe und habe nur diesen Index. Ja, es gibt Gründe, warum man das lernt. Und auch üppig lernt und mit viel, viel Anlauf lernt und so weiter, weil es eben nicht einfach an so einem Index festzumachen ist. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn man selber damit jemand zu jemandem in der Beziehung war. Ne? Aber gut, nehmen wir mal an, es wäre so meinetwegen. Aus vielen vorhergegangenen Nachrichten, was ich so mitbekommen habe in der kurzen Zeit, betreibt ihr neuer, sicher, auf sicher diese krankmachende Love-Bombing. Deshalb war ich auch ziemlich schnell abgeschrieben. Shit happens. Zwar stimme ich nicht falsch, für mich ist das Ding fast durch. Aber du schreibst mir doch. Was denkst du von dieser Mischung? Sie toxisch, histrionisch und eher Lovebombing. Und kann da tatsächlich was aus der Beziehung werden? Da sind wir doch schon wieder bei einer sehr normalen Frage.
Kein Kontakt, keine Information. Es geht dich nichts an und du solltest es auch nicht verfolgen. Es tut dir einfach nicht gut. Gegensätze ziehen sich an oder ist es ein Scheitern früher oder später? Ja, das ist eine der häufigsten Fragen, die ich immer wieder gestellt kriege. Deine Einschätzung würde mich sehr interessieren. Also, aber du kriegst eine Antwort. Wer macht Lovebombing? Lovebombing macht so ziemlich jeder, der ein unsicheres Bindungssystem hat. Lovebombing ist eine der verbreitetsten Sachen, ist auch, klar, es gibt so Lovebombing und so Lovebombing und ist aber nicht unbedingt das Schlimmste von allem, sondern wirklich nicht. Und das machen alle, die einen unsicheren Liebeschip haben. Es machen alle Minuspole, es machen, also von der Tendenz her, nee, vielleicht nicht in jedem Fall, aber es, weil Lovebombing jetzt einfach, ja, eins der Merkmale vom unsicheren Bindungsschip irgendwie, ne? Es machen Leute, die sehr pluspolig sind, es machen Leute, die sehr minuspolig sind oder haben das Potenzial dazu. Und es machen Leute, die auf Cluster B liegen, so, ja? Histrionisch, narzisstisch, borderline, psychopathisch, ja. Und manchmal macht man es vielleicht auch, weil man total verknallt ist, aber gut, Menschen mit solchen Anteilen oder was du jetzt gesagt hast, histrionisch, verknallen sich natürlich auch sehr intensiv, ne? Ja, also was ist da gewonnen? Es kann sein, dass es ist nichts gewonnen. Es ist einfach nichts gewonnen. Also kann sein, dass sie auf einen Menschen getroffen ist, der vielleicht ein bisschen narzisstisch ist. Kann sein, dass sie jemanden getroffen ist, der ein bisschen co-abhängig ist. Und weil das alles wirklich völlig, es ist völlig Wumpe. Glaub mir, es ist total egal. Und wenn du die Größe hast, die schwer ist, also die kann man auch von jemandem verlangen, dann wünsch dir, dass es funktioniert und dass du auch jemanden findest, mit dem es funktioniert. Und hoff jetzt nicht drauf, dass es in die Grütze geht, weil da hast du auch nichts von. So, ne? Für euch heißt es einfach, on-off heißt einfach, dass ihr beide nicht zusammengepasst habt. Und sicherlich ist es so, dass Menschen, die uns, also so bestimmte Themen haben, die du vielleicht getroffen hast oder auch nicht getroffen hast, dass es denen schwerfallen wird, eine sichere Beziehung zu führen. Ja, aber es ist nicht dein, es steht nicht mehr an dir an, jetzt das zu verfolgen oder ihr, was jetzt menschlich ist, was ja auch nicht so geschrieben, aber womöglich dann zu hoffen, dass es nicht funktioniert, ja, damit du dich vielleicht besser fühlst oder, ich weiß, es ist total menschlich, aber wenn wir ganz ehrlich sind, weil ich kenne das auch, ne, also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, aber letzten Endes ist es doch ein Ego-Ding, ne. Also sei froh, dass es vorbei ist, das ist ja unmenschlich und off über so ein, und ja, gib die ganze Energie darauf, dass du jetzt eine schöne Beziehung findest oder ein schönes Single sein und nicht da rein zu überlegen, was mit dir ist. Wir sehen uns auf der Lesung.